Und wieder führt uns die Kunst aufs Land. In dem kleinen, beschaulichen Dörfchen Wenigenhasung zeigt uns die Burghasunger Künstlerin Bettina Richter ihre Installation »Lass deine Tränen, mein Herz hat Flügel«. Kommen Sie mit, wir gucken. Guten Tag, Frau Richter. Schön, dass wir Ihre Ausstellung besuchen dürfen. Ja, herzlich willkommen. Lass deine Tränen, mein Herz hat Flügel. Genau. Was wollen Sie uns damit sagen? Das ist der Titel der Ausstellung. Und ja, alles, was wir in unserem Herzen einschießen, was wir von Herzen lieben, das ist sowieso nie verloren. Das ist ja in unserem Herzen da, deswegen brauchen wir gar nicht traurig sein. Ich habe hier 19.000 internationale Vornamen gedruckt auf Fahnen, damit jeder, der hier reinkommt, sucht wahrscheinlich sowieso erstmal seinen Namen. Ob der da drin steht, können Sie auch gleich mal schauen. Ja, mache ich gerne. Dass jeder sich angesprochen fühlt und gleich integriert ist in diese Installation. Es sind über 100 Taschentücher aufgehängt, Symbol für Tränen, aber auch für Freudentränen, für Trost. Ja, ein Taschentuch hat ja so eine ganz besondere Bedeutung. Stofftaschentücher hat man früher benutzt, wenn man auf dem Feld gearbeitet hat. Mein Opa hat sich 4 Knoten reingemacht, ja, und hat die auf den Kopf getragen, vor der Sonne als Schutz. Oder die Oma hat einen mit Spucke Dreck weggemacht von der Wange, das war immer ganz peinlich. Oder ja, der Vater hat ans Knie verbunden, wenn man es aufgeschlagen hatte. Also ein Taschentuch war immer multifunktional, das ist für ganz viele Sachen verwendet worden.
Also ein Symbol für Trost. In der Trauer hat man zum Beispiel auch ein schwarz umhäkeltes Taschentuch für Beerdigungen benutzt. Taschentuch war immer eine ganz persönliche Sache, das hat man nicht weitergegeben. Aber wenn jemand bei der Beerdigung neben einem geweint hat, dann hat man halt so heimlich das Taschentuch rübergereicht und hat das nicht zurückverlangt. Taschentuch hat man früher bekommen als zur Taufe, zur Konfirmation. Ja. Bei der Hochzeit wurden einem Hände verbunden und darüber ein Segen gesprochen. Also Taschentuch ist das Symbol an sich für Trauer und für Trost. Prima. Ja, das ist erstmal alphabetisch und ich habe am Anfang versucht, selbst Namen zu sammeln, aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass das ein unmögliches Unterfangen ist und habe dann aufs Internet gegriffen und habe dann die Namen dort zusammengestellt, auf 12 Fahnen drucken lassen. Und wenn hier ein Besucher kommt und dessen Name nicht da drauf steht, dann schreibe ich die unten drunter auf diese einen Fahne hier. Da sehen Sie unten, da sind schon ein paar Namen dazu geschrieben. Die waren tatsächlich nicht auf der Fahne drauf. Die habe ich zum Teil gekauft, diese Taschentücher, und zum Teil habe ich die auch geschenkt bekommen. Also jedes Taschentuch steht halt auch für eine Person, die dahinter steht. Ich habe also hier in wenigen Hasungen jetzt so viele Taschentücher aufgehängt wie noch nie vorher. Es sind über 100 hier installiert. Ich habe ein Altartuch gemacht aus den schönsten Taschentüchern. Und ich habe jedes Taschentuch von Hand aneinander genäht, dass man halt die Wertschätzung auch sieht, dass der Arbeit, die da drin steckt. Die sind ja teilweise handbestickt, mit Monogramm bestickt, umklöppelt oder umhäkelt. Hinter dem Altar sehen Sie einen großen Christus, so ein ganz großes Christusbild, symbolisch für die Trauer und die Schwierigkeiten, die schlechten Dinge, die uns im Leben passieren, ist unten, der untere Teil des Bildes braun gemalt mit Steinen, die uns im Weg gelegt sind. Und dann der Christus, der uns mit ausgebreiteten Armen und offenem Herzen empfängt in den doppelten Regenbogen. Der Regenbogen ist ja Symbol für eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Über dem Christus ist eine Taube, das ist symbolisch für den Heiligen Geist. Und die kleine Krone oben drüber, Symbol für Gottes Schöpfung. Also auch eine Installation, die super in Kirchen passt, um den Leuten zu zeigen, den Besuchern zu zeigen, wenn ich an Gott glaube, dann bin ich immer aufgehoben, dann brauche ich gar nicht traurig zu sein, dann bin ich getröstet. Die auch weitergereicht wird, wo die Erfahrungen weitergereicht werden. Weil dieses Buch geht mit jeder Ausstellung geht das mit weiter und die Besucher können davon lesen. Was hat vielleicht jemand anders geschrieben, was sie trösten könnte?
Beflügelte Herzen. Genau, 7 ist ja so eine magische Zahl. In 7 Tagen schuf Gott Himmel und Erde. Und sie sind halt symbolisch für Glaube, Liebe, Hoffnung. Steht ja in der Bibel schon, nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung diese 3, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das ist halt ein wunderschöner Spruch, finde ich, dass man, der Liebe ist höher gesetzt als alles andere. Deswegen viel mehr lieben. Die Menschen müssen viel mehr lieben, so viel es geht. Jeder Einzelne, wie er kann. Frau Richter, schönen Dank für den schönen Kommentar, für die Erklärung. Es ist wirklich eine beeindruckende Installation. Freut mich sehr. Danke für den Besuch. Und wenn Sie Lust haben, können Sie gerne noch was in unser Buch reinschreiben, das bei der Veranstaltung mitwandert. Und zwar, was tröstet Sie oder wie können Sie jemand trösten? Prima, mache ich. Dankeschön. Dankeschön, schönen Tag.